um der Klimafrage zu begegnen. Und die Klimafrage ist für uns alle wichtig. Wir sind alle Betroffene, wir sind alle Beteiligte. Um dieser Frage zu begegnen, müssen wir uns mit der Atmosphäre beschäftigen. In der Atmosphäre verändert sich durch die CO2-Konzentration, die wir verändern, ganz wesentlich was mit unserem Lebensraum. Und in dieser Atmosphäre, mit dieser Atmosphäre leben wir. Wenn wir einatmen, dann atmen wir mit der Atmosphäre ein. Und wenn wir ausatmen, atmen wir in dieser Atmosphäre aus. Und diese Atmosphäre ist beileibe nicht so groß, wie wir denken. Diese Atmosphäre ist nur 15 Kilometer dick. Das ist der Raum, in den wir atmen und aus dem wir atmen, in dem wir auch unsere Schadstoffe geben, CO2 zum Beispiel. Durch den Treibhauseffekt, der für uns sehr nützlich ist, wenn wir ihn nicht hätten, wäre es bei uns minus 11 Grad, durch den Treibhauseffekt ist die Erde überhaupt erst bewohnbar. Durch die übermäßige CO2-Produktion haben wir aber dafür gesorgt, dass die Erdtemperatur immer wieder ansteigt, immer weiter ansteigt, immer stärker ansteigt. Und das hat viele Folgen. Das 1,5-Grad-Ziel von Kyoto ist nicht geschaffen, um den Meeresspiegel zu beurteilen, sondern das 1,5-Grad-Ziel ist die Größenordnung, wo die Wissenschaft heute davon ausgeht, dass bei Überschreiten von 1,5 Grad es nicht mehr möglich ist, alle Menschen auf der Welt zu ernähren, weil die globale Temperatur ganz wesentlichen Einfluss hat auf die Nahrungsmittelproduktion, die möglich ist. Insofern befassen wir uns hier auf dieser Tagung mit der Atmosphäre. Und um weniger CO2 zu emittieren, kennen wir viele Techniken. Aber wir tun nicht, was wir können. Und um zu tun, was wir können und die Wege zu finden, gehen wir in eine Bewusstseinsarbeit und fragen uns, was können wir tun, um einen bewussten Weg zu gehen, um diese Atmosphäre weiter zu schützen. Und da haben wir in dieser Tagung viele, viele Beispiele gesehen von Menschen, die sich auf einen Weg machen. Beispiele aus Unternehmen, Beispiele aus sozialen Einrichtungen, von Menschen, die zusammenleben und zusammenarbeiten. Und immer wieder haben wir analysiert, was ist der äußere Weg? Das ist das, was wir sehen. Aber wir haben eben auch gesehen und erklärt bekommen, ganz offen und ehrlich hier erklärt bekommen, was war der innere Weg? Was war die innere Entwicklung, die zu einer äußeren Entwicklung geführt hat? Und wir haben viele Menschen gesehen, die irgendwann gespürt haben, dass sie etwas tun wollen, dass sie etwas tun müssen, dass sie an der Klimafrage mitarbeiten wollen. In einem Krankenhaus wie der Havelhöhe, in einem Unternehmen wie Sonett, und an vielen anderen Stellen sind die Menschen aufgebrochen und gehen ihre Wege. Und die erleben viel Scheitern, die erleben viele, viele Punkte, viele, viele Stellen, an denen sie sich immer wieder neu orientieren müssen. Und das ist auch hier gelungen, sich immer noch mal wieder zu begegnen, sich gemeinsam auch zu ermutigen und zu sagen, das ist unser Weg, dieser Klimafrage, dieser atmosphärischen Frage zu begegnen. Und dafür haben wir heute in dieser Tagung ein Stück weit auch eine Atmosphäre geschaffen. Ich denke, das ist gelungen.